I remember buying my first LP at the age of 12, Karajan Bruckner IV, The Romantic. And that was a life-changing experience. Going back to that moment, I have the same sensation of goosebumps today. The earlier we get to know and love a record, it occupies a very, very special place in our hearts. Es gibt die Missa Solemnis von Karajan und ich hörte immer wieder dieses Benediktus, wo die Gundula Janowitz ja wie ein Engel sozusagen aus höchsten Sphären mit der Violine sich umarmend, transzendent niedersteigt und ich wollte einfach nicht aus diesem Himmel vertrieben sein. Es geht damit los, dass man die allermeisten Werke erst über Aufnahmen kennenlernt, bevor man sie im Konzert hört. Und insofern prägt das natürlich den ersten Zugriff auf ein Werk sehr stark. Es ist großartig, dass die Tradition bei uns lebendig bleibt. Und zwar auch insofern, als in der Belegschaft es unterschiedliche Erfahrungshorizonte gibt und unterschiedliche Künstlerbegegnungen vertreten sind. Und das ist enorm wichtig für die Identität dieses Labels, dass es eben nicht darum geht, kurzfristige Klassik-Hits zu produzieren, die vielleicht einige Monate oder vielleicht auch Jahre relevant sind, sondern dass eigentlich die Maßeinheit, die für uns zählt, dann letztlich doch Jahrzehnte sind. Letztlich ist es eine uralte Formel, die auch immer noch aktuell ist. Und die lautet iconic or unique, ikonisch und oder einzigartig. Wir sind hier in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem. Einem der unbekannten, aber ganz großen Aufnahmeorte der klassischen Musik. Die Aufnahmen, die wir hier mitgebracht haben, und das ist nur eine ganz kleine Auswahl natürlich von den Hunderten, wenn nicht Tausenden Aufnahmen, die allein bei der Deutschen Grammophon in diesem tollen Raum entstanden sind. Von Furtwängler, Frickschei und Karajan aus den 40er, 50er, 60er Jahren bis zu Lang Lang, der seine Goldberg-Variation hier eingespielt hat. Es ist etwas umstritten, wie die Kirche für die Deutsche Grammophon entdeckt wurde. Wir wissen, dass Wilhelm Furtwängler sehr begeistert war von der Akustik und die vier Aufnahmen, die er für die Deutsche Grammophon hier getätigt hat, gehören sicher zu den am besten klingenden Furtwängler-Platten. Und die Jesus-Christus-Kirche war der typische Klang der DG viele Jahre lang. Man könnte vielleicht sagen, dass die ersten 5 Jahre nach dem Krieg wirklich eine Findungsphase waren, wo gerade hier dieses Haus, die Jesus-Christus-Kirche, bedeutsamer Ort wurde, um Aufnahmen zu machen. Dann haben wir in den 60er Jahren sicherlich diesen Höhepunkt mit den Beethoven-Symphonien durch Karajan, die bis heute vermutlich das erfolgreichste Produkt der Deutschen Grammophon sind. Spielen Sie das C, so wie wenn Sie noch etwas nachher zu sagen hätten. Und jetzt hat es die Junge den Schlusspunkt. Das ist die Brücke drüber, nicht? Also. Jetzt forte aber lyrisch. Die großen Berliner Konzertsäle waren kaputt und man hat die Jesus-Christus-Kirche in Dahlem entdeckt
und hat angefangen aufzunehmen und man hat festgestellt, dass es wunderbar funktioniert. Und jetzt muss man das ein bisschen technisch erklären. In der damaligen Zeit gab es ja nicht viele Mikrofone. Also man hat am Anfang mit einem Mikrofon aufgenommen, vielleicht hatte man drei höchstens. Man kennt das, wenn man auch in einem großen Raum steht. Es kann sein, dass man weiter ein Instrument oder einen Sprecher weiter hinten gar nicht richtig versteht, weil alles im Hall untergeht und so weiter. Und es stellte sich raus, dass diese Kirche, wenn man also ein Mikrofon hinstellt, unglaublich durchsichtig ist. Wenig Nachhall in den Tiefen, aber viel Nachhall in den Mitten. Das ist sehr angenehm, aber es vermatscht den Klang nicht. Und dann blieb man dabei. Kommen schon viele Erinnerungen hoch von den letzten 31 Jahren, von all den Aufnahmen, die ich hier mitmachen durfte. Man hört schon hier ungefähr, sagen wir mal so, 4 Sekunden Nachhall. Du brauchst für eine Aufnahme eine Resonanz. In der Philharmonie am Potsdamer Platz hast du zwar eine Resonanz, aber du hörst sie nicht. Die hören nur die Zuhörer. Befriedigender ist natürlich hier zu spielen. Wenn man zum Beispiel denkt, dass der berühmte Ring des Nibelungen von Karajan hier entstanden ist und Karajan im Grunde ein kammermusikalisches Ideal für dieses Mammutwerk hatte. Ja? Also es gibt im Karajan-Ring eigentlich eher eine extreme Transparenz, Durchhörbarkeit, Mittelstimmen, Akzentuierung. Diese Art von sich verströmen, ein sehr starkes Legato zu formen, das wird natürlich durch einen Raum wie hier unterstützt, ganz klar. Man merkt, dass diese Kirche wirklich nicht groß ist. Also es gibt Grenzen, wie viele Musiker man hier aufnehmen kann. Vier letzte Lieder, the Four Last Songs of Strauss. That was the recording that David Bowie listed in that incredible lineup of, you know, recordings that, you know, he couldn't live without. Anybody who knows me knows that there is no one on the face of the world who is more devoted to Janowitz than me. The number of copies of this album I have given to friends, you know, is just, you know, incalculable. I mean, it's appropriate. Here we are in London talking about the origins of Deutsche Grammophon in 125 years, because actually, in many ways, this is really where it all started. So this was an important center. And then, of course, you know, come the First World War, the company split, the Grammophon company stays put here in the UK and eventually turns into EMI and various other labels. Deutsche Grammophon is the sort of the branch that carries on in Germany. So they do share their roots. And we have to salute Emil Berliner, really, because he was the man who kind of gave us both sides of this incredible tree. Der Name Emil Berliner ist ja bekannt. Für die Deutsche Grammophon ist viel entscheidender sein Bruder Josef, der in Hannover war und der dann die Deutsche Grammophon eigentlich in den ersten 20 Jahren geleitet hat und sie auch in eine Position gebracht hat, dass es sie heute noch gibt, weil er mehr hat draus machen können, als die englische Grammophon eigentlich wollte. 1914 war der Erste Weltkrieg und dann kam die Politik und die Deutsche Grammophon wurde zu einer Zwangsversteigerung ausgeschrieben. Die Firma Polyphon mit dem Hauptaktionär Bruno Borchardt hat zugeschlagen. Was er daraus gemacht hat, war ein internationaler Konzern mit einem Schwerpunkt auf klassischer Musik. Darf ich bitten, Herr Doktor?
Mir persönlich machen historische Aufnahmen nicht per se eine Freude, aber viele meiner liebsten Aufnahmen sind historische Aufnahmen. Man kann sagen, dass das Werk von Richard Strauss vielleicht in der Geschichte der DG an bestimmten neuralgischen Punkten größere Bedeutung gehabt hat. Richard Strauss hat schneller dirigiert, als wir das heute gewohnt sind. Er hat aber in vielen Dingen auch klar, nüchtern, fast klassizistisch sozusagen seine eigenen Werke dirigiert. To hear Strauss conduct his own music, to hear him conduct, you know, Till Eulenspiegel, you know, is an amazing experience because, you know, you are connecting directly with the guy, you know, who wrote the stuff. Jede Ära ist spannend. Anfang der 20er Jahre wurden den Insidern klar, dass wir jetzt auf eine neue Technologie umsetzen müssen. Das Mikrofon und ein elektrischer Schreiber hat das Horn ersetzt. Heute kennt jeder die Beatles zum Beispiel. Die Beatles hätten 1900 keine Chance gehabt, einfach weil John Lennon und Paul McCartney nicht laut genug singen können. Mit dem Mikrofon kann man die Stimme so laut machen, wie sie sein muss. Und natürlich konnte man ein Mikrofon jetzt auch in die Philharmonie stellen mit einem Kabel und aufnehmen. Alles neue Möglichkeiten. Es kam ja dann 1950 auch die Langspielplatte, die Vinylplatte. Da hat man komplett darauf gesetzt, dass man jetzt Marktführer wird, was die technische Qualität der Pressung angeht. Wir haben dann die 50er Jahre, die Mono-Ära im Großen, von Elsa Schiller geprägt, einer bedeutenden Produzentin der deutschen Grammophon, einer Jüdin, die auch in der Nazizeit 2 Jahre in Lagern inhaftiert war. Und das erst eigentlich geschaffen hat, so kann man sagen, ja, was wir als das klassische deutsche Grammophon-Label verstehen. Dann wieder Kunst zu machen, das ist natürlich eine besonders dringliche Phase. Also die klassische Stunde Null, der Aufbau des Repertoires wieder in den meisten Bereichen, vor allem im klassisch-romantisch-deutsch-österreichischen Kernrepertoire. Für die deutsche Grammophongesellschaft war meiner Meinung nach die Stunde Null nicht 45, sondern 1937. Die Verkaufszahlen gingen in den Keller, der internationale Markt brach weg und sie stand mehr oder weniger vor der Pleite. Nun käme dann das glorreiche Jahr 1933. Und kam Herr Wünschweber, ja, wir müssen ja Nationalsozialisten einstellen. Die wurden eingestellt hier? Die wurden eingestellt, aber... Wie viele waren das etwa? 11 Leute waren es. 11? Ja, aber es gingen verschiedene gleich wieder weg, weil sie sagten, sie ständen sich besser, wenn sie arbeitslos wären, oder wie ich sehe. In Berlin kriegten wir ja prompt den SA-Posten davor, weil wir also in Herrn Borchardt und Herrn Schönhammer Juden in der Geschäftsleitung hatten. Was wurde damit gesagt? Hier ist ein jüdischer Betrieb. Damals, also am 1. April, anlässlich dieses Boykottstages da in Berlin, emigrierte dann der Generaldirektor der Gesellschaft, Herr Bruno Borchardt, und der Direktor Fritz Schönheimer. Die verließen damals unter dem Eindruck dieser Hetze Berlin und gingen in die Schweiz. Ich erinnere mich noch sehr deutlich in die trennten Zügen, nicht? Er mit seiner Frau in einem Zug und die Kinder mit dem Kinderfräulein in einer anderen Route mit einem anderen Zug. Damit das also nicht so auffällig war, dass die ganze Familie beieinander war. Es redet ja Bethke, Dr. Bethke, damaliger Justiziar, eingestellt von Borchardt, war ein Parteimitglied. Er scheint ja Borchardt zum Bahnhof gebracht zu haben. Ab 1948 war Bethke Präsident der Deutschen Grammophon. Also interessant ist vom Management, dass es eine Kontinuität gab vor 1933 nach 1945. Es gibt eben nur ein einziges Managementmitglied, was während des Dritten Reichs dazugekommen ist. Das war der einzige, der nicht in der Partei war. Ja, also man kann also jetzt nicht unbedingt sagen, das Management der Deutschen Grammophon wurde durch das Nationalsozialisten irgendwie ausgetauscht. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich suche im Schnee vergebens nach ihrer dritten Spur, wo sie an meinem Arme durchstrich die grüne Flur. Der Bildungsehrgeiz in den Nachkriegsjahren an eine positive und nicht korrumpierte Version vom Land der Dichter und Denker anzuknüpfen. Das war sicherlich etwas, was die Leute stark angetrieben hat. Da gibt es auch, finde ich, faszinierende Beobachtungen im Katalog der Deutschen Grammophon. Wenn man sich eine Aufnahme der Winterreise von Peter Anders noch während des Krieges aufgenommen anhört, die voller
expressivem Ausdruck glühender Intensität ist. Und dann haben wir in den Nachkriegsjahren Dietrich Fischer-Dieskau, der fast neu sachlich im Vergleich zu diesem expressiven Pathos. Da war auch etwas, wo einem vielleicht das überschwängliche Pathos zunächst etwas fremd war, weil es eben durch die Nazis auch korrumpiert war. People perform for their own time, which means that actually there's a real need for the record industry to keep going. Because if you took that attitude, you'd say, actually, we've got the definitive Beethoven cycle. We never, ever need to record it again. And I think we do, because this tells us what that music sounded like in 2023, which is terribly important. Die Interpretation, nicht nur die zeitgenössische Musik, ist ja auch ein Abbild unseres Empfindens, unseres Lebens, das wir eben jetzt leben, 2023 und nicht 1880. Für mich ist eine Aufnahme tatsächlich eine Momentaufnahme. Ich weiß, es ist ein Widerspruch. Einerseits träumt man davon, eine Aufnahme glückhaft zu schaffen, die zeitlos ist, also so Ewigkeitsanspruch lassen wir jetzt mal weg. Aber zeitlos wäre ja schon großartig, dass man eben nicht sagen kann, ah, das ist der Klang der 80er, so wie man in den 80ern eben Mozart gespielt hat. Und das Faszinierende ist ja dann auch, dass man als Zuhörer die Chance hat, das Leben eines Künstlers mitverfolgen zu können über eine lange Strecke. Every recording, I'm sure everyone, whether it's me or somebody else, you want it timeless. That's why you're doing the recording. But this is not up to us to judge whether it's timeless or not. Sometimes, if you think too much about it, you never produce a good recording. You have to let it go. Let the music speak for itself. Wir machen etwas mit unserem ganzen Herzblut. Wir machen eine Aufnahme, damit wir, wenn wir irgendwann mal im Himmelsorchester spielen, noch präsent sind. Es hat etwas sehr Menschliches. Man könnte sagen, ja, man möchte etwas Bleibendes hinterlassen. Insofern, diese Aufnahmen sind für mich für die Ewigkeit.